So, herzlich willkommen zur Physik-Couch Kickstart Challenge Tag 2. Heute schauen wir uns an Einheiten in der Physik, danach MRT versus CT, die Unterschiede, die du als Mediziner, Medizinerin unbedingt kennen musst. Und wir schauen uns Motivationstipp von mir Nummer 2 an, den du gerne übernehmen kannst. Und wir starten mal direkt mit den Einheiten. Und da ist ganz wichtig, dass du die SI-Basiseinheiten parat haben musst. Das heißt, du siehst hier mal die 7 Stück, die du können musst. Und ich zeige dir jetzt mal anhand eines Beispiels. Das ist nämlich die Länge in Meter, wie das in der Physikaufgabe ist. Du musst nämlich immer die gegebenen Größen herausfiltern, dann gucken, wonach gesucht ist, dann die Formel finden, Formel umstellen und dann wichtig einsetzen, immer in die Formel in SI-Basiseinheiten vorher umrechnen. Und das Ganze machen wir jetzt mal. Das ist nämlich bei der Länge. Zum Beispiel schauen wir uns nochmal die Denktreppe an. Da siehst du, wenn du da umrechnen möchtest, zum Beispiel von Millimeter in Zentimeter, gehst du eine Stufe nach oben, da musst du dann geteilt rechnen. Wenn du zum Beispiel von Dezimeter in Zentimeter rechnen willst, dann gehst du eine Stufe nach unten, dann musst du in mal 10 rechnen und so weiter. Aber häufig, viel, viel häufiger, brauchst du das für die physikalische Formel, das heißt die Grundgröße Meter. Hier muss Kubik hin. Meter. Und zwar zum Beispiel, wenn wir 5 cm in Meter umrechnen wollen, da kannst du dir einmal die Treppe natürlich angucken. Das geht auch. Für kleine Umrechnungen ist die auch super, kannst du immer wieder vornehmen. Du findest auch wieder unten in der Beschreibung die PDF, den Link. Dann hast du alle Übersichten parat, kannst du immer wieder rausholen, wenn du lernst. So, und ich zeige dir erstmal, dass wir das umschreiben können. 5 mal Zenti mal Meter steht da nämlich eigentlich, weil Zenti, das weißt du, wenn du den ersten Tag noch nicht geguckt hast, dann guck dir den erst an. Da hatten wir nämlich die Übersicht für die Präfixe. Zenti war 10 hoch minus 2, das heißt, wir haben 5 mal 10 hoch minus 2 Meter. Und dann hätten wir es schon umgerechnet und dann kannst du es einsetzen in die physikalische Formel. So, dann das nächste. Wir gehen immer einen Step weiter. Das ist Länge. Jetzt kommt die Fläche. Und da schauen wir uns auch mal die Flächentreppe an. Und da, wenn du zum Beispiel von Quadratzentimeter in Quadratdezimeter gehst du eine Stufe nach oben. Das heißt, du rechnest dann geteilt durch 100. Wenn du zum Beispiel von Quadratmeter in Quadratzentimeter haben möchtest, musst du mal 100 eine Stufe, nochmal mal 100. Das heißt, insgesamt mal 10.000 berechnen. So, ich zeige dir jetzt aber wieder, wir wollen ja in eine physikalische Formel eventuell die Fläche einsetzen. Das musst du auf jeden Fall mal machen. Und da können wir das wieder mit den Zehnerpotenzschreibweisen machen. So, und da ist erstmal wichtig, dass dieses Quadratmillimeter, das Quadrat, bezieht sich auf beides, auf Milli und Meter. Hier können wir uns nämlich ein Mal dazwischen denken. So, und Milli, das musst du wieder wissen, ist Präfix 10 hoch minus 3. Das heißt, wir haben 8 mal 10 hoch minus 3 Meter hoch 2. So, das ist jetzt eine Potenzregel. Die musst du auch parat haben. Potenzregeln, die zeigen wir dir auch gerade nochmal. Kannst du dann nochmal in Ruhe dir zu Gemüte führen. Findest du auch in deinen Unterlagen. Kannst du in dem Skript einfach runterladen. So, und dann müssen wir hier, steht ein Mal dazwischen. Der Exponent bezieht sich auf diesen. Und hier könnten wir uns eine 1 denken. Das heißt, wir rechnen mal, wird das dann gerechnet, 10 hoch minus 6 mal, und 2 mal 1 ist 2 Meter Quadrat. Das heißt, 8 mal 10 hoch minus 6 Quadratmeter, das wäre diese Umrechnung hier für die Fläche. So, jetzt kommt das dritte. Wir haben jetzt die Länge, wir haben die Fläche. So, und jetzt kommt noch eine Tiefe dazu, das heißt Volumen. So, und da schauen wir uns die nächste Treppe an, die wir für dich vorbereitet haben. Das ist die Volumentreppe. Und da als Beispiel, wenn du von Kubikzentimeter eine Stufe hochgehst zu Kubikdezimeter, dann musst du geteilt durch 1000 rechnen. So, und jetzt berechnen wir gemeinsam das Volumen, wie wenn du es in eine physikalische Formel einsetzt. Gegeben wäre jetzt zum Beispiel 4 Kubikzentimeter und du musst es aber umrechnen, damit du das Volumen einsetzen darfst in die physikalische Formel.
muss das umrechnen in Kubikmeter. So, und da genau dieselbe Vorgehensweise. Erstmal, jetzt weißt du ja schon, das Kubik bezieht sich auf beides, auf Zenti und auf Meter. So, du weißt, Zenti, hatten wir ja oben schon, ist 10 hoch minus 2. Das heißt, wir machen das nochmal ausführlich, 10 hoch minus 2, das ist einfach nur ein Platzhalter, nichts anderes. Einfach einfache Schreibweise, mal Meter hoch 3. So, und jetzt kommt genau dasselbe. Die 10er Potenzregeln kennst du jetzt ja auch. Wenn nicht, guckst du die nochmal ganz in Ruhe an. So, und jetzt rechnen wir einfach mal die Exponenten mal. Hier können wir uns wieder die 1 denken. Das heißt, minus 2 mal 3 sind 10 hoch minus 6. Jawohl, 1 mal 3 sind 3. Perfekt. So, genau. Also ganz easy, wie du siehst, ne? Bisschen Übung, falls du das lange nicht hattest, ne, lange aus der Schule raus bist oder das noch nicht richtig gecheckt hast, dann kriegen wir das alles jetzt Step by Step hin. Genau, also guck dir das nochmal an, den Basic Skill 2 Einheiten und besonders die SI Basiseinheiten. Dann kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Gebiet für Mediziner und das ist MRT und CT und wir gehen jetzt mal ganz grob auf die Unterschiede ein. Also einmal MRT, Magnetresonanztomographie, da steckt schon im Wort drin, Magnet und so ist das Ganze auch. Hier liegt der Patient drin, ringsherum kann man sich vorstellen wie Kupferdrähte und was du noch lernen wirst oder hast es schon gelernt, das ist Elektrizitätslehre, eine Spule, wenn Strom fließt, erzeugt ein Magnetfeld, innen drin ein homogenes Magnetfeld. Deswegen ein MRT arbeitet mit Magnetfeldern und da richtet sich im Körper, der besteht zum großen Teil aus Wasser. Wasserstoff hat magnetische Momente und die richten sich dann aus. Dann werden Radiowellen reingepulst noch zusätzlich und die richten sich dann aus, senden Strahlung ab. Und daraus kann man das Bild dann berechnen, ganz vereinfacht, grob gesagt. Wichtig für dich erstmal, es besteht aus Magnetfeldern, nicht schädlich, Radiowellen, nicht schädlich. Das ist nämlich das Entscheidende. Es gibt für den Patienten keine Strahlenbelastung. So, dann gehen wir mal zum nächsten. CT, Computertomographie, da sieht das Ganze nämlich ein bisschen anders aus. Da haben wir Röntgenstrahlung, das heißt, da haben wir eine Röntgenröhre und der Körper wird durchleuchtet. Und das ist im Prinzip nichts anderes wie, wenn das jetzt das Röntgengerät ist, hier meine Hand, dann ist jetzt aber anstatt hier sichtbares Licht, siehst du schon den Abdruck, ne? So funktioniert das im Prinzip auch. Nur, dass wir hier anstatt sichtbares Licht dann die Röntgenstrahlungsquelle haben und das natürlich dann ionisierende Strahlung ist, das heißt ein bisschen schädlicher. Was genau lernst du dann auch in der Atomphysik? Ein bisschen genauer, da gehen wir da ins Detail drauf ein. Genau, wichtig jetzt erstmal der Unterschied Röntgenstrahlung und Röntgenstrahlung. Dadurch, dass es ionisierend ist, kann es die DNA verändern. Und dadurch haben wir eine Strahlenbelastung, was schädlich ist. Deswegen gibt es auch einen Röntgenpass, der leider nicht überall eingeführt wird oder benutzt wird. Da kann man dann die Strahlenbelastung ein bisschen dokumentieren. Also sollte jeder auf jeden Fall drauf achten. Und jeder Arzt sollte das natürlich auch wissen. Es hat beides Vor- und Nachteile. In der geringen Dosis ist es jetzt auch nicht wirklich so schlimm, ne? Das schafft der menschliche Körper. Genau, aber dass man das auf jeden Fall vor Augen hat. Also Unterschied MRT, CT. MRT, Magnetfelder, Radiowellen, nicht schädlich für die Menschen. CT, Röntgenstrahlung, hat eine Strahlenbelastung. So, und dann zeige ich dir nochmal, wie das dann aussieht. Erste Röntgenaufnahme von nicht Röntgen, sondern von seiner Frau. Die musste herhalten. Genau, das ist die erste offizielle Röntgenaufnahme. Genau, und da sieht man das dann, ne, wie es durchleuchtet wurde. Genau, und da wussten die Gefahren natürlich noch nicht. Da sind wir heute ein bisschen schlauer. So, dann geht es jetzt weiter mit Motivationstipp Nummer 2. Und das, ja, den Tipp wende ich fast täglich an. Und das ist wahrscheinlich auch nichts Neues, aber kannst du mal ein bisschen gezielter verwenden. Du erstellst dir eine Motivationsliste. Ich habe es bei YouTube, kannst du Spotify oder sonst was benutzen. Das ist eigentlich egal, je nachdem, wo du deine Musik hörst. Und da machst du ganz gezielt eine Motivationsliste, die ist, bevor du lernst oder wenn du einen Tiefpunkt hast, wenn du im Lernen bist, dass du die dann anhörst. Also zum Beispiel, wenn ich YouTube-Videos drehe, jetzt wie hier, oder Live-Seminare gebe oder sonstiges, dann motiviere ich mich vorher immer mit meiner speziellen Playlist. Genau, und dann siehst du hier mal ein paar Beispiele, ne? Also da sind jetzt 60 Lieder drauf
Und da höre ich dann immer ein paar vorher richtig laut an. Oder wenn ich mal irgendwie ein Tief habe oder so, ne, gibt ja so Tage, dann suche ich mir da ein paar Lieder raus. Und nach spätestens 2, 3 Liedern, dann geht es mir schon wieder richtig gut, bin ich motivated, weil man verknüpft das dann auch. Also die unbewusst wird dann diese Liste verknüpft auch mit guter Laune und Motivation. Also probier das gerne mal aus. Kannst du mal in die Kommentare schreiben oder mir schreiben, ob du sowas schon hast oder noch einen anderen Vorschlag. Könnt ihr euch gerne untereinander austauschen. So, das wäre mit Tag 2 von deinem Physik-Coach Kickstart-Challenge. Der letzte Tag in 2 Tagen. Und da gucken wir uns auch wieder einen Basic-Skill an. Wir gucken uns Röntgenstrahlung genauer an. Es gibt noch einen Motivationstipp von mir. Und du findest unten immer die gratis PDF. Dann wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg. Glaub immer an dich und deine Ziele. Ich bin Robert, dein Physik-Coach. Ciao!